Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder für euch mit einem neuen Orakel. Wir schauen uns jetzt die Wochenendenergien an. Bitte bedenkt natürlich, es ist ein allgemeines Reading, es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch bitte hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du in einer anderen Konstellation bist, drehst du einfach um. Und das Reading ist trotzdem zeitlos. Das bedeutet dann, wenn du es findest, das kommende Wochenende kann für dich es eine Bedeutung haben, ja? So, wir starten zum Wochenende. Was kommt da? Was kommt am Weekend? Oh, wir haben schon eine. Jo, der Page der Stäbe. Okay. Die Herrscherin. Ja. Ach ja. Das Gericht. Der Kelche, Sieben der Stäbe und die Vier der Stäbe. Hui, hui, hui. Ja, okay. Im Unterdeck habe ich hier noch die Sechs der Schwerter. Also, für einige habe ich es dieses Wochenende so, dass hier tatsächlich für dich eine Einladung reinkommen könnte. Jemand möchte sich gerne mit dir treffen, jemand möchte gerne mit dir irgendwas unternehmen. Es geht hier auch um eine Offenbarung, die am Wochenende zu dir kommen könnte. Ja? Also du bist jetzt die Herrscherin als mein Zuschauer, egal ob du männlich oder weiblich bist. Und ich habe es hier so, dass du dieses Wochenende unheimlich viel einmal Spiritualität in dir trägst. Das heißt, du wirst hier wahrscheinlich am Wochenende wirklich viele Botschaften bekommen können, ja, über Tiere, Pflanzen, Zahlen, Buchstaben, Träume und Musik, was ich hier reinbekomme. Und es geht hier auch um eine Entscheidung, die du am Wochenende treffen wirst. Hier wird dir jemand eventuell auch etwas offenbaren, der eine Entscheidung für dich getroffen hat oder zu deinen Gunsten getroffen hat. Ich sehe, dass hier das Außen nicht so ganz damit zufrieden sein könnte, welche Entscheidung hier getroffen wurde. Es kann sein, dass du eine Entscheidung triffst und quasi von außen hier Zunder bekommst, sagen wir es mal so. Ich nehme Diskussionen wahr, ja, dezente Diskussionen, so Fragen wie, willst du das wirklich machen oder willst du dich jetzt wirklich mit diesen Menschen treffen oder lass es doch lieber sein oder sowas, ja. Und ich habe das Gefühl, dass du aber so eine massiv gute Anbindung hast und auf so fruchtbarem Boden stehst, dass du hier definitiv diesen Weg einschlagen solltest, ja. Es kann sein, dass du am Wochenende wirklich einen starken Impuls hast, wo du sagst, jetzt gehe ich in eine neue Richtung. Es kann auch sein, dass du dir eine Wohnung anschaust. Dort gibt es vielleicht auch ein paar Unstimmigkeiten oder Dinge, die dir nicht so gefallen, ja, wo du wirklich überlegst, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Ich sehe hier so ein bisschen so einen Zwiespalt mit den Sieben der Stäbe. Das ist ja auch immer so die Karte von der abwehrenden Haltung. Ja. Es könnte auch sein, dass du hier ein Angebot bekommst, ja, hier haben wir wieder den Flötenspieler sozusagen. Ihr Lieben, es kann wirklich sein, dass der dir hier etwas Charmantes offenbaren möchte, vielleicht auch ein Liebesgeständnis, ja, und du sagst so, ja, flöte du mal da auf deiner Flöte rum und ich gehe meinen Weg weiter. Also für einige habe ich das so, ansonsten kann es wirklich sein, dass du ein sehr romantisches, liebevolles Wochenende erlebst, ja, mit einer Offenbarung, mit einer Entscheidung für dich. Und hier wird man quasi einen neuen Weg einschlagen. Es kann jemand aus der Vergangenheit sein, es kann jemand Neues sein. Wir sind hier im allgemeinen großen Kollektiv, ja. Das heißt, hier kann einfach, ich habe hier keinen Gegenüber liegen, ich lasse es auch dabei so. Und wenn sich noch jemand zeigt, dann ist das gut. Dann haben wir hier noch ein paar Informationen, um wen es sich handeln könnte. Ansonsten ist es einfach so, dass es hier darum geht, dass du hier liebevolle Worte zugeteilt bekommst. Vielleicht steht auch eine Familienfeier an oder hier gibt es familiäre Diskussionen, familiäre Sachen, wo du vielleicht auch keinen Bock drauf hast. Ja, und hier könnte eine Einladung reinkommen, hier könnte auch eine Entscheidung von dir abverlangt werden. Kommst du jetzt nun, kommst du nicht? Ja, und du denkst, boah, ich habe jetzt irgendwie gerade andere Dinge im Kopf, möchte irgendwie gerade vielleicht auch was ganz anderes machen, ja, und fühlst dich hier so ein bisschen, ja, in so einer Bredouille, dass du nicht weißt, wie sollst du das regeln. Also sowas könnte tatsächlich am Wochenende auf dich zukommen, ja.
Das nächste, was ich habe, es kann sein, dass du wirklich mehrere Optionen hast, mehrere Interessenten hast und hier einen Interessenten ganz klar abwehrst und sagst, nee, möchte ich nicht, das ist nicht für mich. Damit gehe ich nicht konform sozusagen, ja, und ja. Andernfalls kann es auch sein, dass du hier wirklich mit jemandem zu tun bekommst, zu dem du länger keinen Kontakt hattest. Hier war jemand eventuell im Rückzug und kommt aus dem Rückzug wieder, ja. Der neue Weg wird eingeschlagen. Es kann auch sein, dass du am Wochenende, wie gesagt, umziehst. Auch das habe ich hier für einige drin. Und du rechnest hier eventuell mit irgendwelchen Schwierigkeiten, wo ich aber eigentlich, also ich sehe da keine großen Schwierigkeiten. Wie gesagt, es könnte dir das ein oder andere nicht passen. Ja, es kann auch sein, dass du einfach deine Wohnung oder dein Haus oder deine Räumlichkeiten umgestalten möchtest, dass du etwas Neues, Kreatives machen möchtest. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier unter dem Page der Schnäbel ist hier die Fliege die ganze Zeit, so eine kleine Fruchtfliege. Und die kann einem ja schon ordentlich auf den Sack gehen, ne? Das muss man ja auch mal sagen, ne? Also irgendwas könnte dir eventuell auch am Wochenende auf den Sack gehen. Ja, das muss ich jetzt ganz klar sagen. Ich habe es hier aber wirklich, es wird ein gutes Wochenende. Wir sehen hier einen neuen Weg, der eingeschlagen wird. Du bist hier voll in deiner Kraft oder du kommst in deine Kraft. Es kann so das eine oder andere Gedankengut aufkommen, sagen wir mal so, was so ein bisschen schwierig sich anfühlt, aber es sind mehr deine Gedanken. Also es ist nicht das Außen wirklich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein romantisches Date könnte hier anstehen für dich. Vielleicht gehst du auch zu sowas wie ein Candlelight-Dinner oder du wirst eingeladen dazu, ja. Auch das sehe ich. Oder ein romantischer Abend zu zweit mit einem Freund, mit einem dir lieben Menschen, wo du eine emotionale Verbindung zu hast, ja. Und wie gesagt, für einige kann das ja auch wirklich der Herzensmensch sein und die Vergangenheit, die hier wieder Töne von sich gibt, ja. Sehr viel Leidenschaft nehme ich ja auch wahr für dieses Wochenende. Also es könnte schon sein, dass man dich auch so ein bisschen reizt, ja. Sehr flirty Energie habe ich hier, charmante Töne, wie gesagt. Vielleicht auch tatsächlich reizvolle Gespräche, die du führen wirst am Wochenende. Auch das habe ich. Hier ist ziemlich viel Anziehung. Ich spüre. So, jetzt haben wir hier die 10 der Münzen. Wow, geil. Also du gehst hier wirklich in eine Stabilität, ja. Also hier geht es um Stabilität und Sicherheit, was dir am Wochenende präsentiert wird. Sagen wir es mal so. Du wirst hier ein stabiles und sicheres Wochenende haben. Du wirst hier nichts verlieren. Ja, das habe ich. Was ich hier noch reinbekomme, es kann wirklich sein, dass du hier auch einen weiteren Weg zu deiner Familie eventuell hast, ja, also dass du eine größere Entfernung da hast und vielleicht auch deswegen hier so ein paar Probleme hast, dorthin zu kommen oder so, dass du da überlegst, lohnt sich das oder wie mache ich das, ja, also sowas nehme ich hier auch tatsächlich wahr. Und gleichzeitig mit den 10 der Münzen habe ich das Gefühl, du wirst am Wochenende eventuell auch etwas bekommen. Vielleicht ist es ein Schriftstück, ja, oder vielleicht auch am Anfang nächster Woche, es kann auch sein für einige, wo du ein Schriftstück bekommst, was dir die Sicherheit in deinen Finanzen sichert oder gibt, ja, ihr wisst, was ich meine. Finanzielle Stabilität nehme ich hier wahr, auch Unterstützung durch die Familie könnte am Wochenende hier wichtig werden, auch das nehme ich wahr. Ja, wir haben hier so ein bisschen die 5 der Kelche. Also vielleicht hast du hier auch tatsächlich irgendwie ein berufliches Thema, weswegen du eventuell auch einen neuen Weg einschlägst, ja. Und hier kommt tatsächlich so ein bisschen auch das Lachen und das weinende Auge durch, ja. Gleichzeitig nehme ich hier irgendwie eventuell auch wahr, falls du in einer Fernbeziehung bist, weil das kriege ich hier auch rein. Und zum Beispiel seht ihr euch nur am Wochenende, dann hast du den Sonntag irgendwie dieses Gefühl von Traurigkeit in dir, ja. Man muss sich wieder für eine kurze Zeit trennen, bis man sich wieder sieht. Auch das nehme ich hier wahr, das könnte so ein bisschen für Kummer sorgen. Grundsätzlich ist es hier aber nichts Dramatisches, muss ich ganz ehrlich sagen. Die 5 der Kelche nehme ich hier einfach als eine Emotion wahr, dass du dir hier vielleicht auch Gedanken über etwas aus der Familie machst. Vielleicht geht auch jemand aus der Familie weg, du hast es erfahren, man hat es dir mitgeteilt und zieht irgendwie weiter weg oder
irgendwie sowas dergleichen. Oder es gibt ein Familienmitglied, was eben auch noch andere Thematiken hat, ja finanziell oder so, dann könnte das dich auch belasten und du machst dir hier Gedanken, wie du eventuell dieses Familienmitglied unterstützen kannst. Oder ein Familienmitglied könnte sich die Gedanken über dich machen, ja. Und mit dir auch darüber sprechen. Und du bist vielleicht auch jemand, der grundsätzlich erstmal keine Hilfe annehmen möchte. Das habe ich ja auch für einige. Da könntest du sagen, nee, ich bin unabhängig, ich schaffe das auch alleine irgendwie. Da ist sehr viel Ego mit bei. Ja, also es ist auch nicht schlimm, wenn man mal um Hilfe bittet tatsächlich. Also oder Hilfe annimmt, ja. Das gehört zum Leben dazu. So, okay, eine Karte nehmen wir noch, dann gehen wir weiter mit den Orakelkarten. Das waren jetzt zwei, ich nehme aber nur eine. Hoch. Eine bitte. Okay, eine fliegt. Hier haben wir die Kraft. Also, ich habe das Gefühl, so ein bisschen... Irgendetwas könnte sich ein bisschen in deiner, also Mangel an Kraft zeigen am Wochenende, ja, also vielleicht möchtest du wirklich ganz, ganz viele Dinge stemmen, vielleicht sind es auch viele Menschen, die am Wochenende irgendwas von dir wollen und du kommst nicht, die Dinge dazu zu machen, die du dir vorgenommen hast, ja, zum Beispiel wolltest du vielleicht irgendwas Kreatives machen, wolltest vielleicht irgendwas basteln oder irgendwas gestalten, umstellen, weiß was ich, ja, irgendwas machen. Und permanent klingelt dein Telefon, es klingelt an der Tür, kläfft der Hund oder muss raus oder ich weiß es nicht. Ja, sowas kriege ich hier rein. Und so ein bisschen kräftezehrend könnte es sein. Und wenn du umziehst, dann wird es auch sehr kräftezehrend sein. Das habe ich hier auch, aber es bringt dich trotzdem in eine Stabilität und Sicherheit danach. Ja, also das kommt mir hier auch ganz klar rein. Das ist nur ein kurzer Moment oder eine kurze Phase, wo du eventuell das Gefühl hast, boah, ich bin gerade kraftlos. Ja, und könntest du so ein bisschen zu spüren bekommen. Aber im Großen und Ganzen sieht das Wochenende wirklich sehr, sehr gut aus. Ja. Wie gesagt, so ein bisschen Kummer mit der Familie habe ich hier, eventuell für einige, muss aber auch nicht sein, ja. Man findet hier auf jeden Fall Lösungen, man wird hier auch die Kraft haben, das alles zu klären. Man macht sich hier vielleicht auch Gedanken, wie man das am besten kommuniziert und so weiter und so fort. Und du wirst es hier lösen können, ja. Also das habe ich hier schon. Okay. Gut, schauen wir weiter. Achso, ansonsten steht die Kraft natürlich auch für das erotische Abenteuer. Also für einige könnte es auch ziemlich erotisch werden, ja. Also wie gesagt, er flötet ja hier schon und für einige kann das eben wichtig werden, ja. Du bist ja auch ein absolut Jackpot für diesen Menschen, ja, mit dem du es zu tun hast, falls du hier auf die Liebe schaust. Es geht hier wirklich um, dass du alle vier Elemente in dir verkörperst als die Herrscherin, ja. Du bist mega sensibel, feinfühlig, mitfühlend, ja. Gleichzeitig bist du unabhängig, du bist gesichert, du bist stabil in deinem Leben, bodenständig, ja, und dazu noch klug, intelligent und voller Humor, vielleicht tierlieb, familienlieb, ja, das ist etwas, was hier jemanden auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt, sagen wir es mal so. So, wir haben hier die Clown-Card, hier geht es um die Einsamkeit, die Vielseitigkeit, die Maskerade, der Humor und der Spaß. Also hier nehme ich tatsächlich eine Sache wahr. Ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, hier könnte es tatsächlich um etwas aus der Familie gehen. Ja, die 10 der Münzen ist auch die Familienkarte bei mir im Tarot. Und hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich vielleicht auch jemand von der Familie einsam fühlt oder dass hier so ein bisschen der Spaß auch fehlt. Ja, vielleicht möchtest du deswegen auch nicht zu dieser Feier, weil du weißt, okay, irgendwie ist da so ein bisschen Trübsalstimmung oder es ist auch so, dass dir das immer wieder auch ein wenig Kräfte zerrt und du möchtest dich hier irgendwie vielleicht auch momentan auf dich konzentrieren, ja. Ansonsten könntest du hier auch wirklich gute Miene zum bösen Spiel machen, so könnte man es sagen, ja, du gehst dann trotzdem hin, du nimmst eine Einladung an und setzt hier dein schönstes Lächeln auf, ja, obwohl dir vielleicht in einem Moment gar nicht danach ist. Also sowas kriege ich hier auch für einige rein, muss nicht für alle passen, ja. Ansonsten wird es ein recht humorvolles Weekend. Ich
Ja, guck mal. Und hier geht es um die wahre Liebe, ja, also um den Neubeginn, um die Hochzeit, um die Wahrheit, um eine Erkenntnis. Also es kann schon wirklich sein, dass hier, dass du es auch mit jemandem, wenn du auf die Liebe schaust, mit jemandem zu tun bekommst, der immer so wirklich auch nicht sein wahres Gesicht gezeigt hat. Ja, und hier kommt eine Offenbarung rein. Das habe ich ja auch für einige drin. Ansonsten wirst du hier wirklich ein sehr emotionales Wochenende haben können. Also mir kommt die Emotion rein, mir kommt die Leidenschaft rein. Und aber auch gleichzeitig die Kraft, die Stärke, die du hast, um sämtliche Situationen, die sich vielleicht jetzt so ein bisschen schwierig anfühlen mit den Sieben der Stäben, zu meistern und zu lösen. Wir haben hier noch das Rainbow Girl. Alle Kräfte wirken. Potenzial und die Versöhnung. Ja, also es kann hier wirklich sein, dass hier eine Versöhnung auf dich zukommt, dass jemand aus der Vergangenheit wiederkommt oder du dich auch mit der Vergangenheit tatsächlich aussöhnst, quasi in eine neue Richtung gehst, ein weinendes und ein lachendes Auge. Ja, du erinnerst dich vielleicht auch an viele schöne Zeiten, aber du kannst hier wirklich auf deinen Seelenpartner stoßen. Also das ist hier so, ich kriege hier eine Zwillingsflammenenergie rein, ja. Bunte Farben scheinen unheimlich wichtig sein, zu sein dieses Wochenende. Vielleicht machst du irgendwas mit sehr vielen verschiedenen Farben, ja. Vielleicht kleidest du dich mit vielen verschiedenen Farbtönen. Auch sowas kriege ich hier tatsächlich rein, was für dieses Wochenende wichtig sein könnte. Und Kreativität, also das spielt dieses Wochenende auch eine große Rolle. Du wirst sehr kreativ sein. Auch das Thema Selbstliebe könnte hier für dich am Wochenende wichtig werden. Ja, also du kommst hier in die Selbstliebe. Das habe ich hier auch für einige drin. So, wir haben hier den Wassermann. Junge, Junge, Junge. Hier haben wir die Jungfrau. Schütze. Zwillinge. Widder. Und im Unterdeck habe ich hier noch den Skorpion. Also für diese Sternzeichen kann das hier eine wichtige Botschaft sein. Löwe ist auch noch dabei, was ich hier reinbekomme von den Sternzeichen. Die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht immer passen. Ja, ganz, ganz wichtig. Okay, schauen wir mal, welcher Heilstein. Hier haben wir den Jade. Also hier geht es ums Wohlbefinden. Ja, du wirst hier grundsätzlich wirklich das Wohlbefinden haben, an diesem Wochenende. Es gibt hier wirklich keinen Grund zur Besorgnis. Also hier zeigt sich eher was wirklich Schönes an, wie eine Offenbarung oder so. Auch irgendwelche behördlichen Gerichtsprozesse können hier abgeschlossen werden. Ja, du hast hier vielleicht einen längeren Prozess geführt. Jetzt kommen die positiven Nachrichten rein. Vielleicht auch noch am Samstag, kann aber auch sich Anfang nächster Woche zeigen. Und du kommst hier wirklich ins Wohlbefinden, in die Ruhe, in die Kraft wieder zurück. Ja, so habe ich das. Jade kann dich unterstützen. Hi. Ihr Lieben, ey. Jetzt kommt auch noch der Aal, ey. Das musste ja nicht sein, ne? Der Aal mit dem... Hier wird es elektrisierend am Wochenende. Also hier wirst du auch energetisiert, ja? Also entweder von jemandem oder du energetisierst jemanden. Lade dich auf an den kosmischen Strömen. Hindernisse können leicht überwunden werden. Also das ist das, was ich hier gesagt habe. Ne? Du wirst Lösungen finden. Das kam ja eben schon die ganze Zeit rein. Wir haben ja auch ein Ja, also in zweifacher Bestätigung. Falls du dir eine Frage fürs Wochenende gestellt hast, kriege ich ein Ja rein. Für wen das auch jetzt immer ist, aber ich finde es geil. Gleichzeitig kann es hier tatsächlich am Wochenende gewittern. Kriege ich auch durchgegeben. Ja, okay. Nehmen wir so an. Hier wartet jemand. Hier kann es auch sein, dass du wartest und zwar auf eine Erholung, auf eine Genesung. Ja, auch das wird sich hier einstellen. Das heißt, du kommst hier wieder zu Kraft. Ja, falls du jetzt irgendwie angeschlagen warst oder bist, dann sehe ich hier, kommt so ein bisschen noch vielleicht über dieses Wochenende hinaus, aber die Genesung ist schon in Sicht. Du merkst quasi, dass du immer mehr wieder zu Kraft kommst, ja, und auch wieder immer mehr ins Wohlbefinden kommst. Auch das habe ich hier. Gut, dann schauen wir weiter mit den Engelskarten.
Wir haben hier Daniel, der Buchstabe D. Ich bin der Engel der Vermählung und ich stehe dir zurzeit zur Seite. Also, der Buchstabe D könnte für dich wichtig sein, ja, oder der Name Daniel. Und hier geht es um eine Vermählung, eine Offenbarung. Dann haben wir hier noch die Akasha. Du bist ein spiritueller Lehrer, du bist befähigt, andere zu beraten und ihnen zu helfen, ihre geistigen Gaben und ihre göttliche Lebensaufgabe zu erkennen. Auch das alles, wie das jetzt passiert oder was jetzt hier auch am Wochenende eventuell passiert, dass sich jemand wieder meldet, dass man dich hier sehen möchte, ja, das ist alles quasi so niedergeschrieben auf deiner Akasha-Chronik, ja. Der Buchstabe A und hier haben wir noch C, Caressa. Ein Zyklus deines Lebens ist zu Ende gegangen. Bitte deine Engel um Beistand und Führung für deinen nächsten Schritt. Nun erwartet dich Freude. Genau, dich erwartet Freude, da kannst du dir sicher sein. Also das wird wirklich ein gutes Wochenende. Schauen wir noch die Bäume an. Was haben die Bäume hier noch zu sagen? Wir haben hier die Kiefer. Leidenschaftlich gebe ich alles für das, wofür mein Herz brennt. Also hier wird es echt leidenschaftlich, ihr Lieben, für einige. Und ich werde von destruktiver und krankmachender Energie gereinigt. Selbstheilung geschieht, Vitalität entfaltet sich. Auch wieder Wahnsinn bezüglich auf das Thema der Genesung, ja, der Wacholder. Auch das zwei sehr wichtige Karten. Jetzt schauen wir noch mit den Zeitkarten, was wir hier für eine Zahlenbotschaft bekommen. Die 12. Der Sonntag scheint wichtig zu sein. 12.1., 1.12., der 1. und der 12., die Zahl 21, die Zahl 11. Vielleicht siehst du auch diese beiden Doppelzahlen sehr häufig, 1.1 und 2.2. Und hier haben wir noch die 44. Und hier haben wir noch den Samstag, also wie passend, ne? Das ist völlig geil. Ich liebe das, wenn das so passt. Die Zahl 17, die Zahl 4, die 71, die 72, die 74 kommt mir rein. Samstag, Sonntag, wie gesagt, könnte für dich auch ein wichtiger Tag sein, wo du eventuell immer ein ganz bestimmtes Ritual machst. Zum Beispiel gehst du sonntags immer zum Yoga oder zum Schwimmen, dann ist das dein Ritual, ja? Ansonsten kann es auch sein, dass du hier die Lebenszahl 4 bist, das kriege ich rein. Die 121 kommt mir noch durch, die 27, die 24 kommt mir auch durch. Vielleicht sagen dir diese Zahlen etwas, ja. Für die Postleitzahl kommt mir die 1274 rein. Vielleicht hat das jemand als Postleitzahl. Und natürlich kann es auch sein, dass du Doppel 4 und die Doppel 1, also 4411 in deiner Telefonnummer hast. Auch das wäre ein Hinweis für dich, ja? Okay, schauen wir noch mit den Charms. Ja, ihr Lieben, heute ist ja Freitag der 13., ne? Und ich glaube ja nicht daran, dass es ein Unglückstag ist, sondern eher, dass dass das eigentlich eine Glückszahl ist, ja? Und jetzt muss ich euch kurz was erzählen. Und zwar habe ich heute Morgen, wie fast jeder es macht, sich ein Käffchen gekocht, ja. Und jeder, der Kaffee trinkt, der weiß natürlich, dass dieses Wechseln des Filters oder das Rausnehmen des Filters ist ja ein Automatismus. So. Und ich habe eine Kaffeemaschine, die tatsächlich sich von alleine abstellt. Und in Zeiten wie dieser habe ich auch noch eine Steckdose dran, wo ich diesen roten Punkt ausmache, dass der Strom dann auch wirklich weg ist. Ne? So, sie war fertig, war aus, ich mache den Punkt aus von meiner Steckdose, trinke meinen Kaffee, habe dann noch einen Termin und musste auch wirklich zügig los, war wieder mal viel zu spät an der Zeit und dachte mir noch so, ach, du nimmst noch den Müll mit runter. So, ich Kraft meiner Wassersuppe nehme diesen Filter raus, wie ich es immer mache, und wollte ihn rüberschwenken zu meinem Mülleimer. Ha, da war noch halb mit Wasser voll und das Ding war, ich habe es durch meine gesamte Küche verteilt. Es war auf dem Boden, es war am Mülleimer, es war an den Schränken, es war überall. Und nun musste ich ja los und ganz ehrlich, es sah aus, als ob einer in meine Küche geschissen hätte. Aber ja, ich konnte es halt nicht.
Ich konnte es nicht ändern. Ich musste dann los. Naja, und als ich dann halt von meinem Termin fertig war und dann wusste ich ja nun, was hier zu Hause auf mich wartet. Und ich habe gedacht, oh Mann, nee, jetzt erstmal Grundputz in der Küche machen. Ach ja, so fing mein Tag heute an. Habt ihr Ähnliches erlebt? Schreibt es mir gern. Ja, kurzer Ausflug. So, wir haben hier, den Babylöffel. Also, hier kann es tatsächlich um einen Neubeginn gehen, ja. Also, auch tatsächlich könntest du erfahren, dass jemand hier irgendwie ein Kind zur Welt bringt am Wochenende. Das könnte ja auch wichtig sein. Oder, dass jemand schwanger ist. Auch das könntest du erfahren. Wir haben hier noch die Fische, die hier auch für die Finanzen stehen, für die Stabilität, für die Gefühle, ja. Also, ich glaube, es wird ein sehr gefühlvolles Wochenende und vielleicht hast du ja auch wirklich ein richtig geiles Candlelight-Dinner oder irgendwie so einen richtig romantischen Abend. Man isst zusammen, es ist einfach nur ein wunderschöner Abend, ja. Hier geht es um Beziehungen, die hier stattfindet oder auch um berufliche Dinge, die man jetzt auslöffelt. Man sucht sich etwas Neues, wenn man unzufrieden war. Man wird etwas Tolles finden können am Wochenende, ja, das habe ich hier auch. Und hier haben wir die Zwillingsflammen und zwar, das sind die Pinguine, die bleiben ihr Leben lang zusammen. Und die Pinguine stehen hier tatsächlich für die Zwillingsflammen-Energie, die ich ja vorhin auch schon gesagt habe. Hier haben wir noch die Engelsflügel, das heißt, hier sind auch die Engel wirklich an deiner Seite dieses Wochenende. Falls hier Herausforderungen sind, dann wirst du die meistern und absolut lösen. Du hast hier die ganze Kraft des Universums bei dir, ja. Hier haben wir nochmal einen Fisch, das heißt in doppelter Bestätigung. Zwei gleiche Tiere bedeutet auch immer Zwillingsflamme. Das haben wir hier in doppelter Bestätigung. Also, ich glaube auch, dass für viele tatsächlich es sein kann, dass sich in der Liebe und auch finanziell hier einiges verbessert, dass das einen Zusammenhang hat, ja. Auch das kriege ich hier rein. Ja, ansonsten ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich bin gespannt, ihr Lieben. Ich belasse es dabei. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Weekend und bleibt alle gesund und passt alle gut auf euch auf. Und für alle, die es noch nicht wissen, mich gibt es noch bei Facebook. Da könnt ihr mir gerne eine Freundschaftsanfrage stellen unter Janinas Sternstunde, wenn ihr mögt. Ich mache keine persönlichen Legungen. Alle verwendeten Kartendecks findet ihr in der Infobox unter jedem Video. Und ich bedanke mich natürlich nochmal von ganzem Herzen für all eure Wertschätzung in meine Richtung, für all eure Spenden, für eure Geschenke, die ihr mir zugesendet habt. Und natürlich auch an die Mitglieder ein ganz, ganz dickes Dankeschön für die Unterstützung meines Kanals. Vielen, vielen lieben Dank, ihr Lieben. Macht's gut und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.